So, heute geht es um einen speziellen Aspekt der Szenenanalyse. Und zwar, wenn man da plötzlich den Inhalt auch beschreiben soll, dann kann es zu Überschneidungen kommen mit dem Verlauf. Wir zeigen gleich, wo das passieren kann, und wir haben auch eine Lösung dafür, die wir euch gerne präsentieren würden. Das normale Schema der Analyse einer Dramenszene könnte zum Beispiel so aussehen, dass man einen Einleitungssatz formuliert. Dann soll man, darauf gehen wir gleich ein, einen Inhaltsüberblick geben. Da muss man die Voraussetzungen natürlich der Szene, um die es geht, die aktuelle, erstmal darstellen. Dann eventuell die Art des Gesprächs, ein Konfliktgespräch oder ist das ein Monolog oder so etwas. Dann der ganz wichtige Punkt der Verlaufsanalyse. Ne? Da soll man ja dann eigentlich sagen, wie entwickelt sich denn der Konflikt in dieser Szene. Und dann gibt es einige zusammenfassende Aspekte. Da kann man auf die Gesprächssituation eingehen, auf die Ziele der Beteiligten, ihre Beziehungen, die Sprechweise und später eventuell auch Wirkung auf die Zuschauer und am Ende vielleicht einen Ausblick auf die weitere Entwicklung machen, die Bedeutung der Szene für das gesamte Drama. Das entscheidende Problem ist aber hier, dass früher gab es das nicht, ne, dass man hier den Inhalt noch irgendwie vorstellen sollte. Da begann man direkt mit der Klärung der Voraussetzungen. Das braucht man ja, um dann die Szene selbst analysieren zu können. Jetzt gibt es da also einen eingeschobenen Inhaltsüberblick. Und die Frage ist, was schreibt man denn da rein, wenn man nicht das Gleiche reinschreiben will wie da oben? Und da haben wir eben eine Lösung hier. Ne? Man baut in diesen Inhaltsüberblick einfach verschiedene Teilthemen, die Fragestellungen ein, die in dieser Szene behandelt werden. Und die Fragestellungen, die kollidieren, die stören natürlich nicht nachher die Antworten hier, die sich ja hier ergeben und eventuell auch dann bei der Intention des Ganzen. Wir zeigen das mal am Beispiel eines Theaterstücks von 2016, das heißt Terror und ist von Ferdinand von Schirach geschrieben worden, ist dann auch im Fernsehen gezeigt worden. Wir haben die Vorgeschichte hier noch näher aufgeführt, aber wir zeigen erstmal, wie die Situation überhaupt ist. Da ist ein Passagierflugzeug, Entschuldigung, wir können nicht schöner zeichnen, aber das macht auch nichts. Ein Passagierflugzeug mit 164 Passagieren ist auf dem Weg nach München und wird zwischendurch entführt und droht jetzt auf die Allianz Arena hier zu stoßen mit 70.000 Menschen. Dann steigen zwei Yachtflugzeuge auf, das ist dann immer in so einer Situation, die versuchen dann diese Maschine abzudrängen, das klappt aber nicht, der Terrorist, der da drin ist, hat die Situation voll im Griff und hält unbeirrt eben auf München zu. Jetzt gibt es folgendes Problem. Man hat im Bundestag mal beraten, was macht man da? Und da hat sich eine Mehrheit der Abgeordneten dafür entschieden, dass man in so einer Situation 164 Menschen durchaus opfern kann, wenn keine anderen Möglichkeiten mehr bestehen, um 70.000 oder sehr viele davon zu retten. Das Bundesverfassungsgericht aber, das höchste Gericht in Deutschland, hat dann gesagt, nein, unsere Verfassung erlaubt es nicht, dass man hier gewissermaßen das Leben der 164 Passagiere mit dem Leben der 70.000 da irgendwie verrechnet oder so. Jedes Leben ist gleich viel wert. Hat also eindeutig gesagt, nein zu dem Abschuss einer Lenkwaffe, mit der dieses Flugzeug dann abgestürzt wäre und dann eben entsprechend das Stadion davon nicht berührt ist, aber wohl die Passagiere natürlich und die Besatzung und so weiter wären tot. Jetzt passiert Folgendes, und das ist die Voraussetzung, dass der Pilot dieses Flugzeug, ein Major Lars Koch, auf eigene Verantwortung, ne, er sieht gewissermaßen da, was da ist, sieht aber auch oder hat im Kopf und sieht, das dauert nur noch ein paar Minuten, ne, dann donnern die in dieses Stadion da rein, da sterben unter Umständen Zehntausende von Menschen und dann übernimmt er auf eigene Verantwortung diesen Abschuss. Und jetzt steht er vor Gericht und wird mit dem Mordvorwurf konfrontiert. Die Einzelheiten der sogenannten Vorgeschichte kann man sich hier nochmal durchlesen, aber das ist eigentlich das Entscheidende, um das Folgende jetzt verstehen zu können.
Es geht um zwei Dinge jetzt. Das ist hier die inhaltliche Entwicklung der Szene. Da sieht man, da sind immer die Seiten angegeben in der entsprechenden Textausgabe. Die Details sind für uns jetzt nicht so interessant. Wir gehen das auch nicht komplett durch. Wir bringen das ja alles in Dokumentation rein und da kann man dann selbst eben genauer noch nachschauen, was da gemacht worden ist und wie man das auf eine eigene Szenenanalyse übertragen will, kann. Das Entscheidende ist also, das ist der Ablauf des Ganzen. Und hier haben wir am Ende unsere Inhaltsübersicht über die Dramenszene. Die werden wir gleich mal vorlesen, weil die ja auch jetzt wichtig ist. Und wir zeigen dann jeweils, wo in unserer Inhaltsübersicht, die ist systematisch aufgebaut, was ist das Wichtigste, was ist nicht ganz so wichtig und so weiter, wo das zusammenhängt hier mit der Ablauforientierung hier. Das Hauptthema der Szene: muss ein Pilot wegen Mordes verurteilt werden, wenn er eigenmächtig eine entführte Maschine mit 164 Menschen abschießt, die als Waffe durch den Terroristen gegen ein Stadion mit 70.000 Menschen benutzt werden soll. So, wir geben jetzt einen Überblick über den Inhalt, indem wir Teilthemen benennen. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung, also die Frage, wie geht man damit um, mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das ein Gesetz für nicht verfassungsgemäß erklärt hat, nachdem ein Pilot eine Passagiermaschine abschießen könnte, wenn nur dadurch ein Terroranschlag auf eine große Menschenmenge verhindert werden kann. Diese Sache ist also abgelehnt worden. Das Bundesverfassungsgericht sagt, nein, das geht nicht. Damit verbunden ist die Frage, man sieht also hier übrigens, ne, die Sache mit dem Bundesverfassungsgericht, ne, steht hier zum Beispiel hier, da BVG, Bundesverfassungsgericht, ja, das ist nicht an der gleichen Stelle, denn hier im Ablauf macht die Staatsanwältin etwas, sie versucht, den Piloten zu verunsichern, indem sie einfach nur fragt, so ganz nebenbei, haben Sie eigentlich sehen können, ob die Passagiere versucht haben, das Cockpit zu stürmen? Das haben wir hier unten, weil es eigentlich nebensächlich erstmal ist, von der Bedeutung für den ganzen Inhalt, haben wir einen Schluss gesetzt. Hier aber beginnt es als erstes. Also hier die Ablauforientierung und hier jetzt die eigene Darstellung. Hier sieht man, ne, dass das durchaus unterschiedlich ist, nur darauf kommt es an. Damit verbunden, wie gesagt, mit der Entscheidung ist die Frage, ob man Menschen überhaupt rein sachlich wie Gegenstände behandeln kann. Auf der Gegenseite steht die Frage, ob nicht das Leben von vielen Menschen mehr zählen muss als das Leben von wenigen Menschen, soll es eigentlich heißen hier. Hier spielt die Frage eine Rolle, ob Menschen nicht mit dem Kauf eines Flugtickets auch das Risiko eines Abschusses in einer Notsituation bereits in Kauf genommen haben. Das taucht hier irgendwo auf. Wir finden aber, dass es hier als Punkt 4 ganz gut den Inhalt kurz vorstellt. Eine andere Frage ist die, ob das Verbot des Bundesverfassungsgerichts Terroristen nicht gerade einlädt, die massenhafte Tötung von Menschen zu planen, denn sie wissen dann, wenn wir ein Flugzeug mit 164 Menschen entführen, können wir das nutzen, um Zehntausende umzubringen. Im anderen Fall, wenn das abgeschossen werden dürfte, wären eben 164 Opfer zu beklagen. Auch die Frage von Gefühlen spielt in dem Verhör eine Rolle, sowohl im Hinblick auf die realen Opfer, als auch die Frage, wie der Pilot sich verhalten hätte, wenn seine eigene Familie im Flugzeug gesessen, soll das natürlich heißen, da hätte, das ändern wir nachher noch ab. Das zum Beispiel taucht hier im Ablauf ganz am Ende da. Man sieht also deutlich, dass im Ablauf die Staatsanwältin dramaturgisch ihn hier erst schon ein bisschen in Verwirrung bringt, in Schwierigkeiten. Dann kommen eine ganze Menge Dinge, die wir hier auch haben. Und am Ende kommt die persönliche Frage nach den Familienangehörigen, die wir in unserer Darstellung auf den zweitletzten Punkt geschoben haben, also eine Verschiebung. Und dann kommt eine scheinbar untergeordnete Frage, spielt die Situation und das Verhalten der Passagiere vor dem Abschuss, weil damit die Frage einer Selbstrettungsalternative zum Abschuss verbunden ist. Denn wenn die das Cockpit hätten stürmen können, dann muss der Pilot ja nicht mehr abschießen und die Allianz Arena ist nicht in Gefahr. So, jetzt nochmal zurück zu dem Bild. Die Aufgabenstellung verlangt also hier zwei Teilaspekte, eine kurze Vorstellung des Inhalts. Da Nummer 2, Analyse der dramatischen Entwicklung des Konflikts in der Szene, Nummer 5, Inhalt und Gliederung. Ja? Und jetzt kommt der entscheidende Trick. Ne? Wenn man so etwas macht, dann sollte man nicht mit dem Inhaltsüberblick
anfangen gleich bei der Vorbereitung der Klausur oder der Klassenarbeit, sondern beschäftigt sich erstmal mit dem Inhalt, macht sich entsprechende Stichpunkte dort. Und wenn man damit fertig ist, ja, das wäre also der Teil hier, wenn man diesen Teil hier für sich fertig gemacht hat als Basis für alle weiteren Aufgaben, dann macht man erst diesen Teil hier, also den Inhaltsüberblick. Das ist also entsprechend, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und dadurch verhindert man, dass das Ganze doppelt gemoppelt wird, weil man hier ja nur die Fragen, die Teilthemen nimmt und dort geht man auch auf die Antworten ein. Ja, wie immer legen wir die Dokumentation entsprechend ab im Internet. Die kann heruntergeladen werden und der Link dazu, den packen wir in die Infos rein. Dort Aktualisierungen, vor allen Dingen auch Erweiterungen. Wir haben das jetzt sehr, sehr schnell gemacht, weil es ja um ein fremdes Drama geht, das die meisten nicht kennen werden. Und wir würden uns freuen natürlich, wenn auch Fragen und Anregungen in die Kommentare geschrieben werden. Denn nur so können wir natürlich auch das nächste Video spannend gestalten. Und wer den Kanal abonniert, wird entsprechend auch darüber informiert. Und wir wünschen auf jeden Fall allen viel Erfolg.